Spaß, würde ich sagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und dreimal dürft ihr raten, wo ich gerade reinlaufe. Und zwar befinden wir uns gerade mitten im Leuchtturm. Richtig, richtig cool. Jetzt ist mir ein bisschen schwindelig, oh mein Gott. Bevor wir mit den Arbeiten weitermachen, räumen wir erstmal hier auf und machen hier ein bisschen klar Schiff und dann geht's weiter. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und viel Spaß bei einer neuen Folge. Wir bauen einen Leuchtturm. Einem befreundeten Nachbarn habe ich die vier Seitenteile, die ich hier jetzt gefertigt habe, nach draußen geschafft. Und das Ganze zu zweit ging ganz gut. Könnt ihr jetzt hier mal sehen im Zeitraffer. Und natürlich hat auch meine kleine Kamera da oben das Ganze ein bisschen aufgenommen, verfolgt. Und ja, es war dem nichts auszusetzen. Ich hatte danach keine Rückenschmerzen. Es war wirklich was sehr, sehr Leichtes. Und mein Plan ist auch förmlich aufgegangen, dass wir am Ende dann einen Pfosten haben. Übrigens, wenn du die Videoreihe nicht kennst, wir bauen einen Leuchtturm, unten findest du eine Playlist. Da sind alle Folgen von Folge 1 bis Folge jetzt aufgelistet. Und heute machen wir uns daran, wir geben dem Gerüst so ein bisschen den Feinschliff. Das heißt, wir bauen zwei Zwischendecken ein, bauen die wieder ab, kümmern uns um die Befestigung. Da habe ich jetzt hier diese Schlossschrauben aus Edelstahl besorgt und so ein paar Kleinheiten, die wir jetzt im Vorhinein schon fertigen können. Und ich bin jetzt noch immer ein bisschen unschlüssig, ob ich die Außenfassade Trendliner anbringe von Holzwerken Ladenburger. Das, ja, ein Kollege sagt, ja, mach es, ne? Wie willst du später dann anbringen, weil ich habe ringsherum um Geländer vielleicht 20 cm Platz. Ich könnte es natürlich dann von innen drinne verschrauben irgendwie, weil wir sind vier Mann, wir machen das jetzt am einen Samstag, bringen wir das Ganze hin mit einem Anhänger, wird auch alles verfilmt und machen das alles per Hand, tragen das Ganze per Hand hoch, zwei unten, zwei oben. Müsste eigentlich funktionieren. Ich bin noch im Überlegen, ob ich irgendwie eine Konstruktion mache mit dem Kran. Aber vielleicht fällt das auch komplett weg, wenn ich das Ganze nicht beplanke. So, könnt ihr mal eure Meinung da lassen. Ich möchte lieber auf Nummer sicher gehen, bevor irgendwie ein Unfall passiert, bevor das Ding uns weggleitet, aus der Hand fällt, einer irgendwie dazwischen liegt und zermatscht wird oder, was heißt zermatscht, ein bisschen übertrieben, aber verletzt wird, ne? Genau. So, ich habe auch eine kleine Skizze gemacht. Schauen wir uns gleich mal draußen an. Wir fangen jetzt erstmal an, das Ganze auszurichten. Danach machen wir einen Zwischenboden rein. Und dann kümmern wir uns um das Ganze. Also das ist der Zwischenboden hier. Kann man so hochkrabbeln. Das ist das Dach. Und so sieht das Dach von oben aus. Die Querbalken bringen wir dann ein mit solchen Balkenschuhen. Ich glaube, so heißen die, ne? So, das heißt, wir können das Ganze dann wieder rausnehmen. Die Balkenschuhe bleiben dann dran montiert. Im Übrigen habt ihr gerade ein paar Stahlwerk-Produkte gesehen. Stahlwerk verkauft ganz, ganz viel Schweißzubehör, Schweißgeräte, ganz, ganz viel Handwerkzeug. Schaut mal vorbei, denn dieses Video wird von denen gesponsert. Unter anderem habe ich jetzt hier ein paar Arbeitsböcke. Das sind ein paar kleinere, die ihr klappen könnt, habt ihr ja gerade gesehen. Und es gibt auch größere, die sind hier. Die sind richtig cool, wie ich finde. Leider sind die schon ausverkauft gewesen, aber die gibt es bestimmt jetzt schon wieder. Die haben oben nicht eine Beschichtung. Kannst du stapeln, den Griff kannst du zack einklappen, ist aus Gummi. Die, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, die schaffen 400 Kilo. Müsst ihr mal schauen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, hatte ich ganz vergessen gehabt, die haben natürlich auch Metallbohrer und das sind hier Holzbohrer, die sind richtig, richtig scharf und damit habe ich jetzt das ganze Grundgerüst gebaut. Hatte ich leider vergessen gehabt zu erwähnen. Die bekommt ihr natürlich dort auch. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und damit es sich für dich gleich doppelt lohnt, öffnen wir mal die Seite auf Amazon. Hier ist Stahlwerk nämlich auch vertreten. Wie du sehen kannst, gibt es wirklich ein sehr, sehr großes Sortiment an Stahlwerkprodukten. Und wir möchten an euch was wiedergeben. Wir möchten an euch was verlosen. Und zwar diesen tollen Schlagschrauber hier mit drei Aufsätzen, akkubetrieben. Was musst du machen? Hashtag Stahlwerk und einfach mal schreiben, was du damit vorhast. Ich denke, 95% der Anwender haben jetzt wahrscheinlich vor, damit ihre Sommer- auf Winterreifen zu wechseln. Und im nächsten Video wird dann bekannt gegeben, wer diesen tollen Schlagschrauber gewonnen hat. Viel Spaß und viel Erfolg. Da steht er, der Turm. Ich habe ihn jetzt ausgerichtet, alles im Lot. Ich habe jetzt alle Bohrpunkte
markiert, rot. Einmal hier, also könnt ihr euch mal einen Gesamteindruck machen. Warum, weshalb habe ich das Ganze gemacht? Ganz einfach, ich mache auch mal Fehler. Und zwar, normalerweise wäre die Verbindung jetzt hier gewesen, aber da ist der andere Pfosten auf der anderen Seite. Und das konnte ich natürlich nicht sehen, weil ich das Ganze erst jetzt zusammengestellt habe. Das heißt, ich musste das Ganze ein bisschen versetzen, auch oben. Und deswegen habe ich die Bohrpunkte jetzt markiert. Rot sieht man später eh nicht, damit ich dann weiß, okay, da und da und da muss ein Bolzen rein. Als Beweis, alles im Lot. Ich habe zwar jetzt eine kleine Wasserwaage, ich habe die auch noch mal in groß, die ist aber auf dem Leuchtturm, auch von Stahlwerk. Und das Teil hier, das war ungefähr 2 Wochen lang draußen. Sieht aus wie nagelneu, ist nicht angelaufen, nichts. Genauso wie mit der großen. Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass die Fläche immer hier plan ist, damit das schön sauber anliegen kann. Und das tut es auch. Was ich ganz vergessen habe, ist, wir müssen ja nochmal die Fenster einsetzen. Ne? Die will ich jetzt auch einsetzen, weil ich im Nachhinein keine Lust mehr habe, das Ganze auszurichten. Das hatte ich euch ja gezeigt gehabt im letzten Video, wie ich das Ganze hier gefräst habe. So, wie machen wir denn das jetzt? So kann es bleiben, ne? Oder andere Seite öffnen. So. Und nein, die Fenster werden nicht abgeschliffen und neu lackiert. Die bleiben so. Ich finde den Charme ganz toll. Was noch passieren wird, ist später, dass da so ein Edelstahlrahmen rumkommt. Das zeige ich euch aber dann nochmal. Das heißt, die Fassade wird draufgesetzt, beplankt. Und dann wird das Ganze nochmal ausgefräst. Wir nehmen vielleicht vom Fenster 5 mm ungefähr. Und dann kommt da rein ein Edelstahlblech, einmal gebogen. Wird vielleicht an 4 Punkten geschraubt. Und das war's dann auch. Langer Tag heute gewesen. So, ich habe aber mein Ziel erreicht. Ich habe eine Zwischenebene reingezogen. Man muss ein bisschen sportlich sein, um hier hochzukommen. So sieht es aus. Und darauf kommen wahrscheinlich dann USB-Platten. Genau weiß ich das noch nicht. Oder vielleicht Sperrholzplatten, dass sie schön hell sind. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie Platz zu nehmen. Kurz mal sammeln. Und ja, ist cool. Wir brauchen jetzt noch eine Absturzsicherung, aber das werde ich dann bauen, wenn ich dann den Turm vor Ort stehen habe. Was wichtig ist, sind nochmal Kopfbinder hier einmal ringsherum und unten, damit der Turm auch an sich sehr stabil ist. Und dann machen wir uns morgen dran an das Flachdach. Das Flachdach ist nämlich kein Flachdach, denn es hat ein bisschen Gefälle. Und muss ich mal gucken, wie genau ich das mache. Kopfbinder haben wir geschnitten. Das sind jetzt 4 Stück aus dem Restholz. Ich muss nämlich sparsam sein, denn ich habe nur noch 2 lange Balken von 8 Meter und ich muss das Ganze ja noch oben das Flachdach bauen, wie angekündigt. Dazu werde ich aber erstmal jetzt in den Baumarkt fahren. Ich steuere so 2, 3 Baumärkte an, weil der eine hat das, der andere hat das. Deswegen hier meine Einkaufsliste. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit, denn ich brauche USB-Platte, ich brauche Siebdruckplatte, ich brauche 2 Balkenschuhe. Ich brauche Blech, ich brauche Gewindeschrauben und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, auf geht's. Jo, sieht gut aus. Eine Decke ist hier. Spanngurte habe ich auch dabei. Müsste passen. Ich bin zurück. Ich habe die Kamera draußen gelassen. Alleine jetzt mit mir selber zu reden in der Öffentlichkeit ist ein bisschen komisch. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich habe für alles zusammen 70 Euro bezahlt. Und zwar war ich bei einem Sonderpostenbaumarkt. Das sind ja diese günstigen Baumärkte. Ne? Und einmal habe ich Edelstahlschrauben. Dann habe ich hier nochmal Edelstahlschrauben. Und hier sind verzinkte Schrauben drin. Jetzt wird das ganze System, es funktioniert ja so, Kilopreis 10 Euro für verzinkte Schrauben
und Edelstahlschrauben, glaube ich, 15 Euro der Kilo oder 20, bin ich mir jetzt unsicher. Das heißt, man legt das Ganze auf eine Waage und dann zack, kommt ein Preis raus. So, 70 Euro für das Gesamte. Und das Teuerste war natürlich jetzt hier zwei Spanngurte. A15 Euro. Weil ich brauche ja Spanngurte, längere, mit Krallen, um das Ganze zu transportieren. So, die hatte ich nämlich noch nicht, habe ich gleich mitgenommen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt hier gespart habe. Könnt ihr ja mal reinschreiben als Kommentar. Wir haben hier 6 Meter, A2000 Kilo Zugkraft, 14,95 zwei Stück. Eine Grillzange für 2 Euro, weil wir danach grillen wollen. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Balkenschuhe, insgesamt 4 Stück. Die haben mir nämlich gefehlt. Rechnen wir die mal runter, die haben 30 Euro gekostet, sind wir bei 40 Euro. Das hier, die Balkenschuhe, hat einer 1,50, weiß ich nicht, nochmal 5 Euro. Das heißt, 25 Euro haben die Schrauben gekostet. Das weiß ich natürlich nicht, wie es ist, wenn ich die so gekauft hätte in Paketen im Baumarkt. Kann natürlich sein, am Ende bin ich vielleicht teurer, wenn ich nach Kilos gehe. Die einzelne Schraube mag vielleicht günstiger sein und wenn ich dann eine Masse kaufe, wird es wahrscheinlich viel teurer werden. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare lassen. Jetzt gehen wir Platten kaufen. Ich war jetzt einkaufen. Ich habe jetzt USB-Platten geholt und zwar 5 Stück. Habe mich gerade nochmal mit Stefan unterhalten. Mit einem Dachdecker. Und er hat mir gesagt, oder Zimmermann, oh Gott, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nämlich oben, habe ich euch ja erzählt gehabt, im Dachbereich wollte ich Siebdruck nehmen. Dann stand ich da vorm Siebdruckregal und da waren die Platten so groß und ich hatte jetzt keine Lust gehabt, jemanden da im Baumarkt zum Zuschnitt zu fragen, ob er mir das halbieren kann. Und ich weiß nicht, ihr kennt es bestimmt, ne? Dann fragt man den, dann sagt er, ja, ich hol kurz jemanden, dann stehst du da wieder 10 Minuten, dann schneiden sie das zu, dann geht das wieder nicht, dieses und dieses Maß und bla bla bla. Und da habe ich mir gesagt, komm, weißt du was, scheiß auf Siebdruck, rufst mal Stefan an, fragst mal nach. Und weil ich ja gerade auf dem Wagen gepackt hatte, 15 mm USB, und da meinte er, geht auch. So, und ich so, geil, machen wir. Und jetzt merke ich irgendwie, dass der Schirm total schief ist. Da sind sie. So, und dann habe ich natürlich gleich nochmal ein Bitumenband geholt. Gibt es in Silber und in Rot. Und das gleiche habe ich aber schon auch auf Amazon entdeckt. Es gibt so, das war leider, gab es nicht im Baumarkt, sonst hätte ich es gleich mitgenommen, um Versand zu sparen, beziehungsweise der Umwelt zuliebe wegen dem Versand. Und das gibt es auch in großen Rollen zum Kleben und das wird nämlich darauf geklebt. Zack, fertig ist das ganze Flachdach. Jetzt machen wir mal weiter, damit ich hier nicht runterfalle. Nehme ich irgendwie hier mein Gerüst und versuche es irgendwie da hochzukriegen, damit ich vernünftig stehen kann. Scheiße, jetzt bräuchte ich die Leiter. Ne? Man merkt auch jeden Abend, jeden Muskel, den man nicht hat oder wo man zu denken scheint, dass man den nicht hat. Und bei solchen Arbeiten kommt er dann zum Vorschein. Wir können uns so ein bisschen frei bewegen. Also ist mir noch nicht so ganz wohl hier oben, ne? Weil man doch schon großen Respekt hat vor der Höhe hier. Auch wenn es nur 2,50 Meter sind. Und jetzt fangen wir an mit dem Flachdach. Das Besondere an einem Flachdach ist halt, es ist eine ganz, ganz einfache Bauart. Da gibt es nur ein Problem. Ich habe sowas noch nie gebaut. Und von außen soll man ja nicht sehen, dass es ein Flachdach ist. Und hinzu kommt, es muss dicht sein. Das ist nämlich das Schwierigste. Und wir beginnen jetzt mit den Sparren. Weil ich leider noch nicht weiß, wie die Lichtkuppel, was die für einen Durchmesser hat. So. Und aber ich kann schon mal die Sparren vorbereiten, denn, lass mich mal hochkommen, das ist jetzt hier die lange Seite, das ist die kurze Seite. Das heißt, wir haben jetzt ein Rechteck und die Sparren, was ich damit meinte, das wäre jetzt gerade, der Sparren muss aber später so sein oder der Verlauf oder das Flachdach, so, damit das Wasser ablaufen kann. So, das heißt, irgendwo kommt dann ein Speier gesetzt und dann läuft das Wasser nach draußen. Das heißt, ich habe jetzt mal hier mitgebracht so ein
hier, ach weiß ich, wie die heißen, so ein Schuhhalter, so ein Pfostenhalter, der kommt dann so dran, das gleiche wie unten und auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss den vielleicht ein bisschen kürzen, weil ich muss diesen Pfosten dann auf der gesamten Länge durchsägen, damit das schräg läuft. Und oben drauf kommen dann USB-Platten und dann kommt die Folie und so weiter und so fort. Das werdet ihr aber dann alles im nächsten Video sehen. Und was ich jetzt machen kann, ist die Pfosten zusägen und schon mal irgendwie in Schräglage bringen. Alter, ich habe mich getraut, mal hinzustellen. Ich muss sagen, ich habe echt weiche Knie und Respekt an alle Dachdecker, die sich so hochstellen oder noch höher. Krass. Zack, mal eben schnell eine Tür gekauft. Und zwar habe ich die aus einem Baumarkt für 180 Euro gekauft. Und ich dachte mir so, weißt du was, das selber bauen, die Zeit, kaufst du lieber die Tür. Ganz einfach. Und die müssen wir jetzt farblich anpassen. Warum, weshalb? Ganz einfach. Ich habe anfangs gedacht, dass wir die auch beplanken mit den Trendliner von der Firma Ladenburger. Machen wir jetzt doch nicht, weil es sieht so aus, als ob das Ganze nicht ausreicht vom Material her. Und das Paket, was ich jetzt vor der Werkstatt stehen habe, das war so eine Charge, davon gibt es nicht mehr. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt nachproduzieren lasse oder wieder was aus dem Neues aus dem Lager hole, dann kann es durchaus sein, dass es einen Farbunterschied gibt. Das möchte ich erstmal vermeiden. Das heißt, die Tür hier werde ich jetzt Anthrazit streichen. Und das Besondere an dieser Tür, das ist zwar eine Isolierglasscheibe hier drin, das heißt, du kannst sie auch, ja, du kannst dein Gartenhaus quasi dämmen und den Leuchtturm dämmen. Das heißt, das Ganze hält so ein bisschen die Kälte oder die Wärme ab. Aber was wir jetzt machen, ist einfach die Außenseite in Anthrazit streichen, denn der Turm hat ja auch so einen Farbton in Anthrazit. Das heißt, wir kleben das Ganze ab. Ist eigentlich total langweilig. Aber ich mache, oder ich zeige euch das trotzdem denn mal ganz kurz, wie man das Ganze macht. Also abkleben ist das A und O. Danach gehe ich mit einer Rolle bei, rolle alles. Danach trocknet das Ganze, ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr rau. Dann gibt es solche Schleifschwämme in unterschiedlichen Körnungen. Und der Schleifschwamm, das Besondere ist dabei, dass er sich wirklich jede Rundung anpasst. Und dann könnt ihr das Ganze zwischenschleifen, sprich die raue Oberfläche wieder glatt schleifen, danach alles wieder absaugen und nochmal die zweite Farbe drüber. Und woran erkennt ihr, ob das Ganze innen oder außen ist? Ganz einfach, ihr habt hier Glasleisten, die das Ganze festhalten, meinetwegen hier die Füllung oder das Glas. Und das Ganze gehört normalerweise immer nach innen. Wenn eine Glasleiste draußen ist, könntest du quasi die Glasleisten abmachen, zack, fällt die Füllung oder das Glas raus und du kannst dann rein oder die Tür öffnen. Deswegen müsst ihr mal darauf achten. Jetzt bei diesem Projekt mache ich so, dass ich die Glasleisten nach außen nehme und es ist quasi eine Auswärtstür. Das heißt, die Tür geht nach außen auf, hat den Vorteil, dass ich hier drinnen ein bisschen mehr Platz gewonnen habe. Und weißt du was, da so Malarbeiten total langweilig sind und ich will euch damit gar nicht langweilen, werde ich jetzt hier die Tür streichen und wir überspringen mal ein paar Schritte, wie auch mit dem Flachdach. Ich habe mich noch nicht dazu entschieden, dass, also die Sparren habe ich hier zugesägt und auch einmal halbiert. Das zeige ich euch dann alles, wenn ich das Flachdach baue. Und das mache ich nämlich alles vor Ort, wenn alles steht. Und zum Thema Tür, wenn du da irgendwas suchst, Fenster und Türen lackieren, darüber gibt es auch ein Video bzw. eine Playlist. Das zeige ich dir, wie du Türen einstellen kannst und, falls du noch nicht abonniert hast. Und wir werden jetzt den Turm gemeinsam aufstellen am See. Und das auf einem riesengroßen Fundament, 5 x 2,5 Meter, 4 Meter hoch oder 4,5 Meter hoch. Und dazu habe ich mir von einem Freund Freunde ausgeliehen. Insgesamt sind wir 4 Stück plus die Steffi, also 5. Steffi ist Kamerafrau und Fahrerin. Und wir werden das Ganze jetzt gemeinsam hochwuppen. Und ich hoffe, dass alles glatt geht. Und ich hoffe auch, also das ist mir eigentlich persönlich am allerwichtigsten, dass keiner dabei verletzt wird. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß und abonnieren, ganz, ganz, ganz wichtig.